Den Kreisel hätte man auch größer machen können, ey. Bevor es mit dem Video losgeht, Freunde, ich bin mit dem Auto da gefahren und die Straße hier war ewig lang dicht. Das war eine Baustelle. Ewig lang, Monat. Und das erste Mal, wo ich da wieder gefahren bin, hätte ich da fast einen Unfall gebaut, weil ich nicht gecheckt habe, dass da jetzt ein Kreisel ist. Es war in der Nacht, habe nichts gesehen. Die Beleuchtung da ist auch nicht unbedingt der Hit. Und ich fahre da einfach straight drüber. In dem Moment kommt da ein Auto von der Seite, von links, fährt durch einen Kreisel und fährt mir fast rein. Das war natürlich meine Schuld. Ich hätte aufmerksamer sein müssen. Aber meiner Meinung nach hat der Kreisel nicht unbedingt die Größe, dass man da sofort drauf kommt, dass da ein Kreisel ist. Ich habe ja schon mal so ein Video gemacht, so ein ähnliches. Und das kam ziemlich gut bei euch an. Habe ich mir gedacht, jo, machst du doch noch einen zweiten Teil daraus. Bitteschön, Leute, hier ist der zweite Teil. Zum einen haben viele immer die Missinformation oder ich sag mal eine falsche Erwartung, dass wenn sie dann Motorrad fahren, dass sie der krasseste Motherfucker sind, den die Welt je gesehen hat. Unbesiegbar. Mega cool. Einfach ein lässiger Typ, der da auf dem Motorrad sitzt. Das ist falsch. Es interessiert wirklich keine Sau, dass ihr Motorrad fahrt. Außer andere Motorradfahrer. Die denken sich aber dann nicht, yo, ist der cool, der fährt Motorrad. Nein, die denken sich, das ist ein cooles Motorrad, das der Dude da hat. Und das war's dann aber auch schon. Auf euch gibt niemand so wirklich Acht. Es interessiert wirklich niemanden. Und erst recht, ist eigentlich schon der zweite Punkt, aber egal, erst recht schleppt ihr auf Motorrad nicht mehr Mädels ab als sonst. Das ist einfach nur Hollywood-Psychologie. Mehr nicht. Verabschiedet euch von dieser Illusion. Es ist völliger Blödsinn. Zweitens, Supersportler sind die einzigen schnellen Bikes. Das ist auch wieder so dermaßen falsch. Passt auf, das war früher vielleicht so, vor 15, 20 Jahren vielleicht, wo Supersportler so richtigen Hype hatten, wo die da mit 150, 160, 170 PS rausgekommen sind. Ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege, aber meiner Recherche nach gab es damals nicht wirklich Bikes, die schneller waren als Supersportler. Also früher hat das gestimmt. Heute sieht das alles ganz anders aus. Natürlich sind auf dem Papier Supersportler immer noch die schnellsten Motorräder. Das ist richtig. Aber mittlerweile gibt es so viele Motorräder, unzählige, die abseits der Rennstrecke schneller sind als jegliche Supersportler. Ich meine damit zum Beispiel Aprilia Tuono V4. Ich meine damit Super Duke 1290R. Ich meine damit Kawasaki ZH2. Solche Geschichten, diese Hyper Nakeds. Abseits von der Rennstrecke haben die Dinger alle Vorteile gegenüber Supersportlern, die diese nicht haben. Der dritte Punkt, den höre ich ab und zu mal in irgendwelchen Kommentaren oder in Privatnachrichten auf Instagram. Motorradfahren ist doch voll schwer. Nein, Freunde, ganz im Gegenteil sogar. Motorradfahren ist meinem Empfinden nach sogar deutlich leichter als Autofahren. Denn, Begründung, beim Auto braucht ihr 4 Gliedmaßen. 2, wenn es ein Automatik ist. Mit dem linken Fuß müsst ihr kuppeln, mit dem rechten müsst ihr bremsen und Gas geben, mit der linken Hand müsst ihr lenken und mit der rechten müsst ihr schalten. Das Problem ist die Kupplung, denn für die Kupplung braucht man Gefühl. Natürlich lernt man das mit der Zeit, aber ich rede jetzt aus der Sicht eines Anfängers, okay? Denn so ging es mir damals auch, als ich angefangen habe, Auto zu fahren und Motorrad zu fahren. Für die Kupplung braucht ihr Gefühl, genauso wie fürs Gas. Habt ihr schon mal probiert, irgendwas mit euren Füßen mit Gefühl zu machen? Das funktioniert ohne Übung überhaupt nicht. Und ihr habt da gleich 2 Pedale, die ihr eigentlich mit Gefühl betätigen müsst. Beim Motorrad ist es genau umgekehrt. Alles, was ihr mit Gefühl machen müsst, habt ihr an den Händen. Die Kupplung und das Gas, beziehungsweise auch die Bremse. Und man hat deutlich mehr Gefühl in den Händen als in den Füßen. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Meiner Meinung nach ist das der Grund dafür, warum Motorradfahren deutlich leichter ist. Denn in den Füßen braucht ihr auf dem Motorrad gar kein Gefühl. Ihr müsst nur schalten. Ihr hämmert den Schalthebel einfach nach oben oder nach unten und auf die Bremse steigt ihr einfach nur. Die Hinterradbremse ist eh nicht so wahnsinnig empfindlich, also müsst ihr euch da keine Sorgen machen. Viertens, Motorradfahren ist so viel günstiger als Autofahren. Das ist auch ein großer Irrglaube. Ich habe das schon mal in einem Video erwähnt und habe von beiden Seiten ziemlich heftige Kritik bekommen. Die einen sagen, das stimmt doch, Motorradfahren ist günstiger als Autofahren, deutlich sogar. Die anderen sagen, nein Mann, absolut richtig, Motorradfahren ist viel teurer als Autofahren. Da muss man jetzt aufpassen, wenn ihr ein Auto kauft, ein Auto, ein gutes Auto ist in der Regel natürlich teurer als ein Motorrad im Anschaffungspreis. Da denke ich, sind wir alle beieinander. Es gibt natürlich auch Autos für 500 Euro und es gibt auch Motorräder für 500 Euro, aber für ein gutes, intaktes Motorrad und ein gutes, intaktes Auto, da muss man fürs Auto in der Regel mehr hinblättern. Beim Auto war es das aber auch dann, wenn ihr nicht Tuning-Freaks seid. Davon gehen wir jetzt mal aus.
Ihr kauft das Auto, dann zahlt ihr jährlich Steuer und Versicherung. Wenn ihr da ein gutes Auto erwischt habt, dann ist das auch nicht unbedingt viel. Und das war's dann. Dann müsst ihr hin und wieder vielleicht mal Service machen, aber das kommt alle 2 Jahre. Und das war's. Beim Motorrad ist das natürlich auch so. Ihr kauft das Motorrad auch, dann habt ihr auch Steuer und Versicherung zu zahlen und dann müsst ihr auch Service machen. Das alles ist in der Regel günstiger bei einem Motorrad. Das stimmt. Steuer sowie Versicherung sowie Service. Service nicht immer, aber also je nachdem, was man für ein Motorrad hat, aber in den meisten Fällen ist es so. Soweit richtig. Allerdings müsst ihr bei einem Auto nicht regelmäßig die Schutzkleidung wechseln. Was ich euch wärmstens empfehlen würde. Immer wieder lese ich in den Kommentaren, yo, ich habe meinen Helm schon seit 10 Jahren, der funktioniert immer noch. Nein, Bullshit. Spätestens nach 5 Jahren solltest du deinen Helm unbedingt wechseln. Denn aus dieser Schale, die dich schützen soll, die flexibel sein soll, gehen die Weichmacher raus. Und wenn das passiert und du auf den Boden knallst, dann hast du da einfach nur poröses Material. Das schützt nicht, das springt einfach nur. Das splittert und das war's. Schützen tut da gar nichts. Und den Stoß dämpfen schon gleich zweimal nicht. Motorradfahren ist so gefährlich. / du stirbst, wenn du Motorrad fährst. Das ist völliger Blödsinn. Und ich schneide diesen Punkt auch nur noch ganz kurz an, denn ich habe den so unzählige Male schon erwähnt. Motorradfahren bedeutet nicht gleich unfassbar riskant unterwegs zu sein. Von vielen aus meinem Kreis höre ich immer, wenn ich Motorrad fahren würde, würde ich mich umbringen. Nein, Mann. Denn, und das vergessen viele, beziehungsweise haben viele überhaupt nicht im Kopf, weil sie darüber gar nicht nachdenken. Wenn man Motorrad fährt, fährt man anders, als wie wenn man Auto fährt. Wenn man Motorrad fährt, ist man automatisch aufmerksamer. Man fährt automatisch vorausschauender. Und auf dem Motorrad hat man generell eine bessere Beschleunigung als in einem Auto. Das heißt, du kommst aus Gefahrensituationen deutlich schneller raus als mit einem Auto. Also wenn du Motorrad fährst, heißt das nicht unbedingt, dass dir ein Unfall passieren wird. Das ist Blödsinn. Absolut. Denn du legst auf dem Motorrad einen ganz anderen Fahrstil hin, als in einem Auto zum Beispiel. Und wenn du mit dem Motorradfahren anfängst, davor gar kein Auto gefahren bist, sowieso. Weil du gar keine Erfahrung im Straßenverkehr hast. Und somit noch viel vorsichtiger fährst als eh schon. Vorletzter Punkt, meine Freunde. Bald haben wir es geschafft. Bald seid ihr mein klugscheißermäßiges Gequatsche los. Teure Motorradkleidung ist automatisch sicher. Blödsinn. Absoluter Blödsinn. Ja, natürlich. Man kann sagen, dass Firmen wie Dainese, Alpinstars und Co. generell eine hochwertigere Motorradkleidung produzieren. Die sind dementsprechend auch etwas teurer. Das ist richtig. Aber teuer heißt nicht immer gleich besser. Das musste ich auch erst nach unzähligen Geldmengen merken. Also wenn ihr euch das nächste Mal einen Helm anschaut oder sowas oder eine Lederkombi, dann geht nicht nach dem Preis. Geht nach eurem Gefühl, geht nach dem, was euch am besten taugt. Von der Passform her, von der Optik her und von der Qualität her, wo ihr sagt, damit bin ich zufrieden. Ich werde immer sicher fahren. Ja, ja, das könnt ihr euren Eltern erzählen, aber nicht mir. Jeder hat einen anderen Fahrstil. Der eine fährt etwas zurückhaltender, der hält sich an die Regeln und der andere fährt halt einfach ein bisschen sportlicher. Der ist dynamischer unterwegs. Der nimmt die Kurven ein bisschen schneller, geht ein bisschen weiter in die Kurve rein, ja, legt sich mehr rein, arbeitet mehr mit dem Bike, macht vielleicht hier und da mal ein Wheelie oder sowas. Fakt ist aber, egal welchen Fahrstil man hat, egal wer du bist, du wirst auch mal am Gashahn ziehen. Du wirst auch mal wissen wollen, was dein Motorrad so kann. Und du wirst auch mal etwas näher an deine Grenzen herantreten, als du es für gewöhnlich tust. Das wird passieren. Du wirst nicht zu jeder Sekunde, die du auf dem Motorrad sitzt, 100%ig sicher fahren. Wird nicht passieren, Freunde. Ihr werdet austesten, was ihr könnt, und ihr werdet austesten, was das Bike kann. Und zwangsläufig eure Grenzen austesten. Und mit diesen Worten wieder mal an einer roten Ampel beende ich das heutige Video, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert den Kanal, folgt mir auf Instagram. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Freunde. Jay ist raus.